Willkommen zum Julia-Markt. Wie geht's dir heute? Ich kann's gar nicht glauben, dass wir uns treffen. Ich bin Morris, Julia-Verkäufer. Wenn du dich entschieden hast, ein Julia-Member zu werden, beziehungsweise Mitglied, to help make your transit to Julia. Ja, er will mir helfen bei der Julius Experience. Wallpaper. Eine Cola. Warum kostet eine Cola so viel? Und warum kann ich denn... Braucht 4 Tage, um zu wachsen. Oh, mein Inventory ist voll. Oh, du bist aber süß. Abigail. Ah, das ist richtig. Ich habe gehört, dass jemand Neues auf die alte Farm gezogen ist. Natürlich ist das richtig. Du siehst mich doch. Siehst du, weil ich Stadtjunge bin. Ja, ich sehe es auch gerade. Abby ist geil. Ich brauche auf jeden Fall Holz. Weil ich brauche einen Rucksack oder wenigstens eine Kiste hier. Wenn ich angeln gehe, kann ich die auch holen. Was kann man noch so craften? Woodpresser, das ist alles Dekor. Ein Campfire, ein Gate und Fans. Ich würde jetzt erstmal sagen, lass uns doch wieder schlafen. Obwohl, nein, wir können ja noch die Energie verbrauchen, indem wir noch weiter aufräumen. Guck mal, da vorne ist eine Höhle. Dass sie so kaputt geht, mich so an Zelda von früher. Ich glaube, hier kann ich später einen Anbau machen. Was auch immer das war, ist jetzt ins Ruinen. Ist aber doch ganz schön Platz nach hier links. Sollen wir mal eben in die Höhle reinschauen? Da sehe ich bestimmt nichts, weil ich keine Fackel habe, oder? Da scheint aber eine Lampe zu sein. Ich kann nicht mal nach Gold suchen. Unrealistisch. Lass mich durch. Was ich schon gut finde, ist, dass Werkzeuge keine Haltbarkeit haben. So muss man nicht ständig darauf achten, dass man die Werkzeuge neu herstellt. Dann geht es ums Wesentliche, um die Arbeit. Ich muss in der Mine auf den Boden hauen? Moment.
Ich überprüfe das jetzt sofort. Ha, gehoaxt. Ach, mit der Ho. Ihr seid lustige Leute. Hier geht da überhaupt nichts. So, Chat, ihr hattet eure Chance. Das reicht. Ich glaube, hier lang kommen wir. Hier oben ist, glaube ich, ein stillgelegter Bahnhof oder irgendwas. Könnte ich halt eigentlich auch hier einfach am Wegrand Sachen kaputt machen? Nee, das gehört schon nicht mehr zu meinem Gebiet, oder? Ah, doch. Aber ich muss schlafen. Ich bin müde. Übrigens, Taki hat mich dazu gezwungen, in der Mine zu schlagen und auch die Ho zu benutzen. Und es hat nichts davon funktioniert. Er hat unsere Zeit geklaut. Na, geh rein. Möchtest du schlafen? Ja. Oh, hört sich an, als wenn es regnet. Yippie. Da muss ich bestimmt meine Pflanzen nicht gießen. Keine Ahnung, was Leute hier den ganzen Tag machen. Und warum ist eigentlich hier eine Statue von dem Hasen? Der Chat sagt mir, ich habe Post. Ich werde mal eben nachgucken. Selbst Sonnenbrille am Tag. So, Werbung. Ich finde immer tolle Sachen, aber mein, mein Rucksack ist voll. Klingt das so wie du? Well, also gut. Pierre hat dich verstanden. Geht's zu Pierres ja, Allgemeinladen heute. Und vergrößere dein Backpack auf 24. Sehe dich bald. Da. Dann gehen wir halt zu Pierre's General Store. Das Spiel hat lauter Schmetterlinge. Vor allem für die Herzen der Menschen da draußen. Der Farmer. Ich glaube, das hier ist Pierre's. Kann mir jemand einen Catfish bringen? Also einen Katzenfisch? 600. Abigail wird sich freuen. Abigail war die Heiße. Abigail. Oh, geschlossen. Am Mittwoch. Dann gehe ich zum Strand runter und fange jetzt diesen Katzenfisch. Wer bist du? Ich habe keine Zeit, mit dir zu reden. Katzenfisch heißt bei uns Wels. Das hat nichts mit Katzen zu tun. Ja. Die nennen den aber Catfish, Katzenfisch, wegen den Haaren von. Ah, mit 300, mit 300 Holz könnte ich das reparieren. Sollte das nicht Aufgabe des Bürgermeisters sein? Auch abgeschlossen. Ach, ich habe meine Angel gar nicht mit.
Ich gehe wieder schlafen, glaube ich. Man kann einfach Leute besuchen. Ich glaube, der hier hat eine eigene Band. Jody. Ach, du bist genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Aber das ist okay. Ah nee, du bist nicht so, wie ich mir dir vorgestellt habe. Ich bin Jody. Er ist eine kleine, ruhige Stadt. Deshalb ist es sehr aufregend, wenn jemand Neues einzieht. Einen Farmer in der Nähe zu haben, ändert wirklich viele Dinge. Natürlich, ich bringe euch Essen. Vincent. Boah, Vincent ist nur gut in Sport. Du bist nicht gut genug mit ihm befreundet, um in seinen Schlafraum zu gehen. Sam! Sam! Kann ich die Sachen klauen? Nein. Irgendwie gibt es ganz komische Geräusche auf meiner Farm. Habt ihr aber vorhin auch gehört, dieses... Out of order? Weißt du, wie ich mit dem Bus fahre? Ach, kann ich nicht. Super. Ah, guck mal, da ist noch eine von diesen Blumen. Ich glaube, der C64er, wie im Chat gesagt, hat noch gar nicht so viele Farben darstellen können. Das Super Nintendo aber schon. Scheiß Wetter, meinen Pflanzen geht's gut, ich habe nichts zu machen. Obwohl, ach komm, wir machen ein bisschen sauber. Damit wir wenigstens die Energie verbrauchen. Und die Angel müssen wir nachher mitnehmen. Die Pflanzen muss ich doch gar nicht gießen, es regnet. Na? Ich habe keine Angst vor euch Geräuschen. Wenigstens muss man Energie nicht kaufen. Sonst wäre man nämlich in so einem richtig schlimmen Browserspiel. Oder in irgendeiner App. Und dann heißt es, ey, du könntest jetzt noch viel mehr farmen heute. Kaufe dir einen Energy Drink, um deine Energie aufzufüllen. Gute Sache. Sap könnte Baumharz sein. Ja. Eine Flüssigkeit, die aus den Bäumen stammt. Ja, ich kann mit dem Holz am Steg reparieren. Ach, guck mal, ich habe Level 1 bekommen im Umgang mit der Axt. Manchmal kriege ich Samen, wenn die Bäume umfallen. Und ich kann einen Feed-Snack machen. Wir haben schon eine Truhe gebaut. Schnarchzapfen. Wie geht's euch, mein Pflänzchen? Gut?
Ich bin bei euch. Papa gießt euch. Und du, kleine Pflanze, die nicht wachsen will, dich nenne ich Tipp. Ah, wir können jetzt auch mal zum General Store gehen. So, 200 Holz habe ich noch nicht. Oder, Moment, nee, wir gehen lieber angeln dann. Dann holen wir uns den Katzenfisch, beziehungsweise den Wels. Wenn das überhaupt möglich ist. Erstmal kaufen wir uns einen Rucksack. Warum macht das um 9 Uhr auf? Warum stehe ich denn so? Mein Gott, bin ich nicht gewohnt, dass ich schon so früh wach bin. Aber ich muss jetzt schon sagen, man kann hier echt abschalten. Ist erstmal echt entspannt. Ja, Seealgen! Noch mehr Seealgen! Vielleicht soll ich auf den Steg lieber gehen und angeln. Wow! Das ist ein einfacher Fisch. Ein Hering! Und ein neuer Rekord, der ist größer als mein letzter. Ich weiß nicht, ob es den Katzenfisch, beziehungsweise den Wels hier gibt. Ich werde den Fisch verkaufen. Eine vollgesogene Zeitung. Ich kann mich über alles freuen. Eine Dose! Ich krieg sogar noch Energie von der. Ah ne, nur wenn sie voll ist. Da ist auch so eine Statue. Dieser Gegenstand gibt mir ein schreckliches Gefühl. Ach so, ich hab dir das gegeben, dann nimm das auch. Du hast dir bereits ein Geschenk gegeben heute. Ja, ich habe diese Dose gefunden am Strand. Ist nur für dich. Hallo, ich habe die vollgezogene Zeitung gefunden. Nur für dich. Hahaha.
So, wie war denn die erste Nacht? Ich hatte schon drei. Ah, sehr schön. Da ich die vollgesogene Zeit nicht gegen sie schmeißen konnte. Hatte der nicht damit geworben, da ich bei dem meine Tasche erweitern könnte? Ah, da! Boah, 24 für 2000. Da muss ich erst mehr Farmarbeit machen. Ah, hi, Abigail. Was geht ab? Hi, du musst Dr. Proof sein, der neue Farmer. Ich bin Caroline und laufe gerne im Sweatshirt rum. Oh, ich habe ihr Samen geschenkt. Entschuldigung. Ich habe dich eigentlich nur aus Versehen angeklickt. Hier, nimm den Samen des Docs. Ich glaube, ich darf maximal eine Zweierreihe machen. Sonst wachsen die nicht vernünftig, die Pflanzen. Bam, 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 bam. Gucken wir mal, was ich krieg, wenn ich hier angel. Also, da brauche ich eine CD. Hm, das ist doch die alte Burn Cycle CD, mit der ich immer Liebe gemacht habe. Irgendwann muss auch der ganze Müll raus sein aus meinem Teich. Angeln ist echt ernüchternd. Schenk sie Pierre, sie hat Ende der Woche Geburtstag. Er hat Ende der Woche Geburtstag. Ey, eine Brille. Mein Gott, wie kann denn so viel Müll hier drin sein? Obwohl, wir haben ja auch bei mir hinten, wo meine Eltern leben, ist ja auch so ein Tümpel. Und da sind ja früher immer die Taucher rein und haben dann den ganzen Müll vom Meeresgrund geholt. Da haben die Fahrräder rausgeholt, Fernseher und all so ein Scheiß. Wo ich mir denke, wer geht in ein Naturschutzgebiet rein und schmeißt da sein altes Elektrogerät in den See rein? Wer ist denn so Banane? Ich glaube, ich muss Fische erstmal hier kultivieren. Oh mein Gott, einfach.